Wir hatten letztes Jahr eine zweite Umfrage, die, wie ich finde, mindestens genauso beachtenswert ist. 500.000 Menschen haben sich an einer Befragung der IG Metall beteiligt. Und ich freue mich sehr, dass Dr. Hilde Wagner aus dem Bereich Tarifpolitik der IG Metall heute da ist und uns die Ergebnisse dieser großen Befragung vorstellen wird. Natürlich speziell unter dem Gesichtspunkt Arbeitszeit. Liebe Hilde, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Also ich bedanke mich auch nochmal für die Einladung. Es freut mich sehr, dass die Tagung stattgefunden hat. Mit einigen hier im Saal bin ich jetzt schon am dritten Tag zugange, um über Arbeitszeit zu diskutieren. Und wer jetzt zum Beispiel auch in den letzten zwei Tagen in Berlin war bei der WSI-Tagung, ich glaube, der hat auch sehr stark den Eindruck, dass das tatsächlich stimmt, dass wir das Fragezeichen hinter der Aussage Renaissance der Arbeitszeitfrage, Renaissance der Arbeitszeitpolitik, dass wir das kleiner machen können oder vielleicht auch wegnehmen können. Also das ist eine schöne Entwicklung, eine gute Entwicklung. Es ist fast erstaunlich, dass sie sich in so kurzer Zeit so massiert hat, weil wir haben schon seit einiger Zeit, haben wir ja einen Rückenwind eigentlich in Arbeitszeitfragen. Also das kam sehr stark zum Beispiel dadurch, dass die Vereinbarkeitsfrage wieder thematisiert worden ist. Da gab es nochmal so ein bisschen einen Schub über diese Debatte zur Familienarbeitszeit. Dann haben wir eigentlich auch einen Rückenwind über diese ganze Debatte über die starken psychischen Belastungen und den Stress, der eigentlich für die Gesellschaft nicht mehr verträglich ist. Und trotz dieses Rückenwinds ist es in der gewerkschaftlichen Debatte sehr schwer gewesen, die Arbeitszeitfrage wirklich auch zu beleben. Das hat mit Verhältnissen im Betrieb zu tun, da komme ich nochmal drauf, ne? Aber es ist eben deshalb umso besser, so mache ich vielleicht den Bogen, dass wir solche Untersuchungen haben und auch solche Beiträge wie von Ihnen jetzt, Frau Almendinger, weil ich glaube, das hilft tatsächlich, dass wir auch die gewerkschaftliche Debatte führen und dass wir sie nicht zu eng führen, ne, sondern die Dimensionen, die Sie genannt haben, auch mit berücksichtigen. Halt, bin ich schon zu weit. Ich möchte kurz die Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung bei uns vorstellen, und zwar bezogen auf die Punkte Flexibilisierung und Zeitsouveränität, Vereinbarkeit und Dauer der Arbeitszeit. Warum hat die IG Metall die Befragung durchgeführt? Also in erster Linie zunächst mal deshalb, weil wir ein Votum wollten, und zwar unmittelbar und direkt von unseren Kolleginnen und Kollegen zu ihren Arbeits- und Leistungsbedingungen. Und das sollte ausgehen von den Erfahrungen, die sie machen im Betrieb, und sollte bezogen sein auf die Anforderungen, die sie haben an ihre Arbeit, an die Arbeitszeit, an Vereinbarkeit, und sollte auch die Anforderungen an die Politik aufgreifen. Und wir wollten das nutzen oder zumindest mitnutzen für das betriebliche, das tarifliche und das politische Handeln der IG Metall. Also mitnutzen, weil ihr wisst ja, wir haben ja auch viele andere Gremien, wo man natürlich eine Willensbildung haben und Weichenstellungen dann diskutieren. Also zum Beispiel die Tarifkommission und so weiter. Wir werden nicht nur auf Beschäftigtenbefragungen zurückgehen. Aber wenn man die Ergebnisse ernst nimmt, ist das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, auch für die Willensbildung dessen, welche Schwerpunkte man wählen möchte. Die Befragung war als große Befragung angelegt. Also wir haben 300 Millionen Fragebögen in über 8000 Betriebe gegeben. Und trotzdem, obwohl sie so groß war, hat uns dann doch der Rücklauf überrascht. Also alle Erwartungen wirklich übertroffen. Wir haben schon gehört, über 514.000 Antworten haben wir bekommen. Und es ist damit die umfassendste empirische Untersuchung zu politischen und gewerkschaftlichen Gestaltungsfragen, und zwar direkt aus Sicht der Beschäftigten. Es ist vielleicht auch interessant, einen kurzen Blick zu werfen auf die Struktur der Antworten. Also es haben 70% der Mitglieder geantwortet, 30% Nichtmitglieder, Beschäftigte aus allen Altersklassen, 20% Frauen. Das hört sich jetzt ein bisschen wenig an, ist aber für unseren Organisationsbereich überhaupt nicht wenig, weil wir nämlich nur einen Organisationsgrad haben von 17,8%, ne, sodass der Anteil eigentlich der Mitgliederstruktur bei uns entspricht.
Und es haben auch relativ viele Angestellte und Hochqualifizierte geantwortet. Ihr seht Kollegen mit Hochschulabschluss 15%, Meistertechniker mit 11%. Dort haben wir einen Organisationsgrad von 19,8%. Also auch da liegen wir eigentlich bei den Antworten ein bisschen drüber. Aber das Ganze hat natürlich einen Bias. Und zwar den wir auch in der Mitgliederstruktur haben. Also viele Kollegen mit Berufsabschluss nach Lehre oder Berufsfachschule. Das muss man natürlich ein Stück weit bedenken, wenn man die Ergebnisse sich anschaut. So, die Themen. Es waren 5 Themenblöcke. Auf die ersten 2 werde ich jetzt eingehen. Der 3. Themenblock und der 5., der ist jeweils so ausgewertet, dass, das haben wir gerade auch schon gehört, dass dort Elemente daraus jetzt Forderungselemente in unserer laufenden Tarifbewegung werden. Also aus 3 Weiterbildung ist quasi das Forderungselement geworden. Der Vorstand hat jetzt in dieser Woche beschlossen, Bildungsteilzeit. Und es war schön zu hören, was das für ein wichtiger Punkt ist, dass die Kollegen überhaupt die Möglichkeit bekommen und verbindlich und unterstützt bekommen, ja, an Bildung teilzunehmen. Und der Punkt, also Verbesserung der Altersteilzeit, das ist ein Punkt, der an den 5. Komplex hier anschließt. Und beide sind ja Arbeitszeitelemente auch. Und im Moment ist der Prozess so in der IG Metall, dass diese ganzen Ergebnisse heruntergebrochen werden. Die kann man ja herunterbrechen bis auf die Betriebsebene. Und es gibt tatsächlich viele Betriebe, die sich das auf die Schwerpunkte bezogen ausdrucken, auswerten und damit in den Betrieben auch arbeiten. Und in den Verwaltungsstellen wird damit gearbeitet, auch in Gremien. Wir haben Seminarmodule, wir haben vertiefende Workshops, zum Beispiel haben wir jetzt 2 gemacht zur Arbeitszeit. Also mit den Ergebnissen wird im Moment wirklich auch gearbeitet. So, dann zu den Ergebnissen. Auf die Frage nach Kriterien für gute Arbeit sagen die Kollegen zu 100% ein ausreichendes und verlässliches Einkommen und zu 99% ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Also existenzielle Fragen haben eine absolute Priorität für die Kollegen. Und ihr seht, bezogen auf Arbeitszeit hat auch das Thema planbare Arbeitszeiten mit 92% Zustimmung ein sehr hohes Gewicht. Und auch der ganze Komplex Mitsprache und Mitgestaltungsmöglichkeiten, ich stehe davor, mit 88% hat auch ein sehr hohes Gewicht. Wenn man jetzt ein bisschen vertiefend fragt, wie das denn mit der Variabilität der eigenen Arbeitszeit aussehen soll, ob es überhaupt eine geben soll, ne? Vor allem, wenn man jetzt im Hinblick Vereinbarkeit denkt, dann ist es so, dass zunächst ist vielleicht ein bisschen überraschend, 46% sagen, ich will geregelte Arbeitszeit mit klar festgelegtem Beginn und Ende. Ja, vielleicht ist es auch nicht so überraschend, weil für die Kollegen ist es dann doch vielleicht auch eine Schutzfunktion, dieses dann zu haben. Aber insgesamt mit 78%, also wenn man das Stimme voll zu und Stimme eher zu, ist es ein relativ hoher Prozentsatz. Noch mehr sagen, ich will tägliche Arbeitszeit kurzfristig an private Bedürfnisse anpassen können. Also da sieht man, dass der Wunsch nach kurzfristiger Zeitsouveränität, um jetzt Arbeit und Privatleben also unter einen Hut zu bringen, dass das sehr hoch ist. Und ich will Arbeitszeit vorübergehend für Kinder und Pflege absenken können, ist auch mit fast 80% sehr hoch besetzt. Und da lohnt ein Blick, glaube ich, darauf, wie Männer und Frauen da unterschiedlich geantwortet haben. Und ihr seht, Frauen sagen ein bisschen mehr. Es ist mir wichtig, meine tägliche Arbeitszeit kurzfristig an private Bedürfnisse anzupassen. Sagen das mehr als Männer. Und umgedreht wollen mehr Männer einen klar festgelegten Beginn und Ende der Arbeitszeit. Das wundert uns jetzt nicht so, weil also es ist eben doch so, dass die Arbeitsteilung noch da ist und aber auch vom Wunsch her, das haben wir gerade auch gehört bei der Frau Almendinger, dass doch so ist, dass die Frauen auch vom Wunsch her mehr auf Familie wohl noch bezogen sind. Arbeitszeit befristet absenken können, das ist genau das gleiche Ergebnis eigentlich. Also die Frauen sagen da verstärkt, es wäre gut vorübergehend die Arbeitszeit absenken zu können, zu 86%
und Männer zu 77%, aber immerhin sagen es Männer auch. So, und das zeigt insgesamt, also dass ja, die Beschäftigten, dass die eine eigene Flexibilität wollen. Und das ist jetzt eine spannende Frage, ob das sich so auswirkt, dass das ein Spannungsverhältnis gibt zu der betrieblichen Flexibilisierung oder nicht. Wenn man jetzt mal einen ganz kurzen Blick, das ist jetzt nicht unsere Beschäftigtenbefragung, sondern eine IAO-Befragung da drauf wirft, dann sieht man, dass wir damit konfrontiert sein werden, dass die Flexibilisierung enorm zunehmen wird. Da haben nämlich die Geschäftsleitungen gesagt, als sie gefragt wurden, wie wichtig ist der flexible Einsatz der Produktionsmitarbeiter, heute schon 94%, in 5 Jahren 96%. Und was vor allem spannend ist, der Zeitraum, in dem dann die Schwankungen laufen, der wird immer kleiner werden. Also von Monat zu Monat, sagen 56%, wird das noch zunehmen. Und wenn man jetzt mal die Linie hier entlang guckt, dann sieht man, dass 60% sagen, innerhalb eines Tages wird die Flexibilisierung noch zunehmen. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass es einen noch enorm gesteigerten Druck nach Flexibilisierung, nach betrieblichen Belangen geben wird. Und da ist es ja dann sehr spannend, wie die Kollegen mit umgehen. Da gucken wir auch gleich mal drauf. Zunächst nur mal, dass man ein bisschen, vielleicht ein Bild davon bekommt, wie stark ist es denn schon so, dass sie konfrontiert sind mit kurzfristigen Anforderungen des Betriebes. Also da seht ihr, dass vor allem die hochqualifizierten Angestellten, Ingenieure und so weiter, zu 50% schon sagen, also kurzfristig ändern sich meine Anforderungen, die Facharbeiter zu einem Drittel, Schichtarbeiter, Angelernte zu einem Viertel. Und das ist jetzt, wenn man den Schnitt nimmt, ist es jetzt so sehr viel nicht, das sind 30%. Aber wenn man mitbedenkt, dass das dazukommt zu einer Entwicklung, die vorhin auch schon angesprochen worden ist, und zwar, dass die Arbeit sich immer mehr verdichtet. Sie haben die Zahl mit den 80% genannt, dass immer mehr Arbeit in gleicher Zeit zu machen ist. Oder 51% sagen, ich fühle mich bei der Arbeit gehetzt oder unter Zeitdruck. Dann führt die Verbindung dazu, dass es eine hohe Belastung gibt. Und eine sehr, sehr hohe Belastung in den Bereichen, vor allem, wo Kollegen eng eingebunden sind, sehen wir nachher, das führt dazu, dass Flexibilisierung auch abgelehnt wird. Aber zunächst vielleicht nochmal, bevor wir abschließend auf die Einschätzung der Kollegen zur Flexibilisierung gucken, nochmal auf den Punkt, dass wenn das so ist, die Leistung nimmt zu, dann ist eben auch nachvollziehbar, dass die in normaler Arbeitszeit für die Kollegin oft nicht mehr so richtig zu leisten ist. Und die Arbeitszeit entgrenzt dann und ufert aus. Und da haben eben 22% der Kollegen jetzt gesagt, ich arbeite jetzt schon außerhalb meiner regulären Arbeitszeit. Das ist also ein Zeichen des Ausuferns der Arbeitszeit. Und es tritt ein Phänomen auf, was uns auch zum Denken geben muss, und zwar das, dass die Erwartung des Betriebs, dass die Kollegen außerhalb der Arbeitszeit arbeiten oder dass die Kollegen außerhalb der Arbeitszeit erreichbar sind, dass die Erwartungen oft geringer sind als die Bereitschaft, es zu tun. Der Betrieb erwartet, dass ich außerhalb meiner normalen Arbeitszeit erreichbar bin, sagen 12%, aber viel mehr machen es schon. So, und das ist etwas, wo wir überlegen müssen, also wir haben mal gesagt, es ist eine freiwillige Erreichbarkeit, die wahrscheinlich so ganz freiwillig nicht ist, aber wie gehen wir damit um? Die Kollegen arbeiten, weil sie den Wettbewerbsdruck spüren, weil sie unter sowas stehen, wie sich ständig bewähren zu müssen und so weiter, arbeiten länger. Und wie gehen wir damit um? Weil wir müssen quasi mit ihnen ja dieses Phänomen bearbeiten. Da helfen auch nicht immer nur Regelungen, oder die Regelungen müssen so sein, dass sie sich wirklich auch gestärkt fühlen, wenn sie den Wunsch haben, dem entgegenzuarbeiten. Da ist es auch so,
dass diese Entwicklung, wenn wir dem nicht irgendwie Einhalt gebieten, dass die auf jeden Fall zunehmen wird. Das ist jetzt eine Untersuchung in einem eher Vorreiterbetrieb von Bitkom im ITK-Bereich angestellt. Und da seht ihr, dass die Geschäftsleitungen da sagen, das waren jetzt nur 500 Unternehmen im Vergleich zu unserer Untersuchung, ein ganz schmaler Bereich. Die sagen, meine Mitarbeiter sollten für Kollegen, Vorgesetzte und Kunden erreichbar sein, zu sonstigen Zeiten, ihr seht hier, was da alles darunter fällt, unter die sonstigen Zeiten, und jederzeit, nimmt man das zusammen, sind es 52%. Und wenn man jetzt noch dazu nimmt, dass da vielleicht, das ist jetzt schon die Erwartung in diesem Bereich, dass da vielleicht noch die freiwillige Erreichbarkeit dazukommt, dann sieht man, was das Problem für eine problematische Größenordnung inzwischen in dem Bereich zumindest angenommen hat. Und ja, die zeitliche Entgrenzung ist das eine, die räumliche Entgrenzung ist das andere. Bitkom hat dann auch nicht nur die Geschäftsleitungen, sondern auch die Beschäftigten befragt, auch nur 400 Berufstätige im Vergleich zu 500.000. Und da ist gefragt worden, arbeiten Sie zumindest hin und wieder mit Handy außerhalb Ihres Büroarbeitsplatzes? Und da haben 62% gesagt, ja, zu Hause, und 55% haben gesagt, ja, unterwegs, also in der Bahn, im Café oder wo auch immer. So, also Arbeit ist immer weniger an einen Büroarbeitsplatz gebunden in dem Bereich, in dem Vorreiterbereich. In anderen Bereichen ist es natürlich ein Stück weit anders, weil in der Produktion kann man das so nicht machen. Aber es ist auch so, das ist jetzt eben einfach nicht nur eine Geschichte der Unternehmen, dass sie das so betreiben, sondern Kollegen haben auch teilweise den Wunsch, einen Teil ihrer regulären Arbeit von zu Hause aus zu erledigen. Das war auch eine Frage in unserer Beschäftigtenbefragung, und da haben zum Beispiel Frauen zu 37% gesagt, ich würde das gerne machen, und Männer zu 32%, also weniger, aber immerhin ein Drittel. Und da seht ihr auch, stark verbreitet ist der eigene Wunsch, auch in den Bereichen von den Angestellten und in der Produktion natürlich weniger. Ich glaube, das ist wirklich auch, da können sich die Kollegen nicht vorstellen, weil der Arbeitsablauf einfach ein anderer ist, und dann entwickeln sie auch den Wunsch so nicht. Also wenn man da in dem Bereich Interessenvertretung machen will, da finden wir das ganz, ganz zentral, dass man unterscheidet zwischen mobiler Arbeit und Erreichbarkeit. Also wir haben vor kurzem jetzt Eckpunkte rausgegeben zu dem Thema und fassen das so, mobile Arbeit ist reguläre Arbeit und Erreichbarkeit ist ein Phänomen, das jenseits der regulären Arbeit stattfindet. Und bei mobiler Arbeit ist Arbeitszeit eben zu erfassen, auf jeden Fall, und vielleicht dann in ein Arbeitszeitkonto, da haben wir auch schon Regelungen zum Beispiel bei BMW und Bosch. Und die Erreichbarkeit außerhalb der regulären Arbeit, die muss eingegrenzt werden. Zusammenfassend zur Flexibilisierung ist der Punkt, den ich gerade schon mal angesprochen habe, glaube ich, sehr, sehr wichtig, und da haben wir auch einen Interpretationsspielraum. Also, man fragt sich zunächst, wie geht das überhaupt? Die Kollegen sind gefragt worden, wenn ihr Flexibilität habt, wie steht ihr grundsätzlich dazu? Dann sagen 92%, Flexibilität darf mein Privatleben nicht stark beeinträchtigen, und verwunderlich, überraschend, ich kann mit Flexibilität gut umgehen, sagen auch 78%. Und da fragt man sich, wie geht das? Wie geht das zusammen? Offensichtlich haben Sie teilweise beides bejaht. Zumindest stimme eher zu. Und das zeigt ein Stück weit, dass eine Bereitschaft ist, betriebliche Flexibilität zu akzeptieren, sie anzunehmen und trotzdem die eigenen Bedürfnisse nicht dahinter verstecken zu wollen. Das ist, glaube ich, für unsere Debatte, wie gehen wir damit um, nicht nur nicht verstecken zu wollen, sondern stark machen zu wollen, für unsere Debatte, wie gehen wir damit um, eine ganz zentrale Geschichte. Die Kollegen fordern Gegenleistungen ein für Flexibilisierung, aber für uns heißt das ja, wie gehen wir damit um, wenn wir sagen, die betriebliche Flexibilisierung muss vielleicht eingegrenzt werden. Das ist aus ihrer Sicht ein Stück weit offensichtlich ein Geben und Nehmen. Und wir müssen überlegen, wie stark ist da die Konfliktbereitschaft, wie stark ist die Mobilisierungsfähigkeit. Also das vielleicht nur mal als ein Punkt auch für die Debatte. Jetzt komme ich noch, da habe ich ganz wenig Folien, zu dem ganz spannenden Punkt bezogen auf die Dauer der Arbeitszeit.
Also die Kluft ist inzwischen ja bekannt zwischen vereinbarten, realisierten und den Wünschen. Wenn man genauer im Detail sich das anguckt, dann wird es sehr, sehr spannend und da gibt es ganz viel Munition für unsere Arbeitszeitdebatte. Also ihr seht hier, das sind jetzt alle Organisationsbereiche, auch die, wo wir nicht die 35-Stunden-Woche tariflich haben, Handwerk, Ost und so weiter, ist da alles mit dabei. 60% haben in unserem Organisationsbereich die vertraglich vereinbarte 35-Stunden-Woche, so in etwa. Männer, das sind jetzt nur Männer, wir haben zwischen Männer und Frauen geteilt. Und nur über 20% haben real die 35-Stunden-Woche. Über 20% arbeiten aber mehr als 40 Stunden, kann man hier sehen. Na, und was absolut überraschend war, Männer, das haben wir auch bei WSI gestern diskutiert und das ist so nicht eingeschätzt worden, über 70% der Männer wünschen sich Arbeitszeiten von 35 und darunter. Und es gibt auch noch einen relativ hohen Anteil, der rosa Block da, wo Männer sagen, ca. 20%, ich würde auch eine Arbeitszeit wollen unter der 35. So, das ist sehr, sehr spannend. Und jetzt gucken wir nochmal schnell auf die Antworten der Frauen. Bei den Frauen ist das ähnlich, aber man sieht jetzt hier, dass der Frauenanteil bei der Teilzeit halt größer ist, das wissen wir ja schon. Also in der Metall- und Elektroindustrie arbeiten 27% Frauen in Teilzeit, 2,3% der Männer arbeiten nur in Teilzeit. Und man sieht jetzt, die vertragliche und die tatsächliche ist da ähnlich, aber die Frauen, und das ist für unsere Debatte auch etwas Wichtiges, wünschen sich in unserem Organisationsbereich mehr kürzere Vollzeit, vielleicht Teilzeit im Moment, als sie sie haben. Also es ist anders wie in der Gesamtwirtschaft, weil dort wird ja immer gesagt, die Frauen wollen aus der Teilzeit aufstocken und so weiter, aber in unserem Bereich wird deutlich, dass dieses Aufstockungsthema nicht so sehr der Wunsch ist, sondern der Wunsch der Frauen nach kurzer Vollzeit ist sehr ausgeprägt, ist mehr ausgeprägt als bei den Männern, das sieht man auch. Und insgesamt, wenn man dann die 35 und die Zeit darunter zusammennimmt, dann sind es bei den Frauen knapp 80%, die sagen 35 und darunter. So, das ist nochmal das Zusammengefasste. Man sieht also, 30% haben eine tatsächliche Arbeitszeit von 35 und darunter, 70% wollen das. Und wenn wir das als beteiligungsorientiert, als Ergebnis ernst nehmen, ne, dann denke ich, ist das ein Stück weit auch eine Steilvorlage für unsere Debatte bezogen auf die Dauer der Arbeitszeit. Ich komme dann zu den Schlusspunkten. Also, es wird ja ganz häufig diskutiert, dass wir eine völlig unterschiedliche Ausgangslage haben, völlig unterschiedliche Interessenlagen. Es ist aber, glaube ich, ein Märchen, daraus zu schließen, dass man nicht gemeinsame Interessen und gemeinsame Ansatzpunkte hätte in der Arbeitszeitpolitik und in den Arbeitszeitwünschen. Ich nehme sie nochmal zusammen. Ich glaube, die Ergebnisse sprechen ein bisschen für sich. Also einmal geht es darum, dass man eine verbindliche Basis schafft für mehr Zeitsouveränität und eine bessere Vereinbarkeit. Und da ist ganz, ganz wichtig, hat ja Steffen Lehndorf mal gesagt, wir müssen mehr Autonomie anbieten als die Arbeitgeber. Die bieten das auch teilweise an und dann gibt es Vertrauensarbeitszeit und die Arbeitszeiten gehen nach oben. Wir müssen mehr anbieten und zwar dadurch, dass wir kollektive Regulierungen machen, die dafür eine Basis schaffen. Zum Beispiel durch gute Kontenregelungen mit belastbaren Möglichkeiten zur individuellen Zeitentnahme. Ein Beispiel nur. Wir müssen Regulierungen schaffen, die den Betroffenen Hilfestellung geben und Haltegriffe, damit sie eine eigene Selbststeuerungsfähigkeit entwickeln können. Da müssen wir auch gut überlegen, was das sein kann und das können wir nur mit den Kollegen selbst entwickeln. So, was die Arbeitszeitdauer angeht, habe ich schon gesagt, die Wünsche ernst nehmen. Das heißt aber nicht, alle Arbeitszeiten auf einen Schlag, auf eine Stundenzahl reduzieren, sondern Arbeitszeitverkürzungen im Plural. Wir müssen die langen effektiven Vollzeitzeiten zum Konfliktthema machen und gleichzeitig kurze Vollzeit anlassbezogen, so diskutieren wir das im Moment, anlassbezogen, vielleicht für Kinderbetreuung, vielleicht für Pflege, attraktiv machen.
So, und das gehört dann zu diesem Punkt, das können wir dann auch diskutieren, dass wir variable Arbeitszeiten im Lebensverlauf möchten. Und da gehört eben so ein Modell von kurzer Vollzeit gehört da dazu. Und das ist auch alles ein Baustein in der ganzen Debatte um ein neues Normalarbeitsverhältnis. Zum Schluss noch, man darf dabei nicht vergessen, dass Arbeitszeit, Leistung, Entgelt ein Dreieck ist, dass das kommunizierende Röhren sind. Also wir müssen das immer auch sehen als einen Teil der Verteilungspolitik. Und das heißt aber auf jeden Fall, wenn wir die Grundlagen von Arbeitszeitpolitik im Auge behalten wollen, wir müssen auch wieder ran an die betriebliche Leistungspolitik, Fragen der Personalbesetzung vielleicht thematisieren. Diese Fragen wieder aufwerten, und einer hat mal gesagt, Arbeitszeitpolitik, wenn man das macht, kann ein Teil der Antistresspolitik sein. Also verbinden die Handlungsfelder, auf denen wir da unterwegs sind. Bei der Arbeitszeit heißt es dann alternsgerechte und gesundheitsförderliche Arbeitszeiten. So, und um das anzugehen, müssen wir in allererster Linie, ich meine das nicht jetzt zeitlich, aber ich meine das so ein Stück weit als Grundlage, die betriebliche Konfliktfähigkeit stärken. Es darf im Betrieb kein Verfall von Arbeitszeit stattfinden, weil wenn der stattfindet, haben wir keine Basis, auch weiter zu kämpfen und Weiterentwicklungen zu betreiben. Wir brauchen planbare Arbeitszeiten anstatt Arbeit auf Abruf. Müssen wir nochmal drüber reden, wie ist das zu nehmen, aus, was die Kollegen sagen zur Flexibilisierung aus unserer Beschäftigtenbefragung. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass die Arbeitgeber, sie machen das nämlich laufend und sie werden das auch in den Gesprächen machen, die jetzt vielleicht irgendwann nach der Tarifrunde oder auch später folgen werden. Die Arbeitgeber sagen, wir brauchen mehr Arbeitszeitvolumen. Sie wollen es ganz stark in bestimmten Bereichen, zum Beispiel wo Fachkräfte knapp sind, aber sie haben insgesamt diese Ausrichtung. Und da müssen wir einen Weg finden, wie wir damit letztendlich umgehen, weil dieser Druck wird nicht aufhören. Also betriebliche Konfliktfähigkeit stärken, damit wir auch tarifpolitisch und gesellschaftspolitisch über das, dass man es einfach nur thematisiert, also dass man wirklich handelt, damit wir da auch wieder in die Offensive kommen können.